Hi meine Lieben, wundert euch nicht, dass ich jetzt das gleiche anhabe wie im letzten Video. Das liegt daran, weil ich jetzt gerade hintereinander schon mal wegfilme. Und zwar wollte ich noch ein Updated What's in My Bag Mummy Edition machen. Also das hier ist meine Handtasche. Das ist die Speedy 30 in der Farbe Damier Azur. Das ist das helle Schachbrettmuster mit dem Schultergurt. Genau. So, außen schon mal. Ich habe hier so zwei Lederteilchen dranhängen. Das ist einmal so ein Backbug von Fossil. Finde ich ganz süß. Und hier auch noch von Fossil so eine Tasche. Die passt auch von der Farbe her richtig gut. Da habe ich jetzt nur drin meine Kopfhörer. Ja. Ich hatte die mir eigentlich geholt für Kleingeld, aber dadurch, dass die innen schwarz ist, sieht man das so schlecht. Dann hier mal ein Blick in die Tasche. Also wie ihr seht, die ist knallevoll. Die ist auch bekannt als schwarzes Loch, diese Tasche. Dann fangen wir mal an. Hier hinten ist eher so eine kleine Tasche. Mit der fange ich jetzt gerade zuerst mal an. Also da habe ich drin einmal eine Revlon Lip Butter in der Farbe Sugar Frosting. Das ist die 005. Hallo, Licht. So. Genau, da ist auch nicht mehr wirklich viel drin. Ich kann euch die mal swatchen. Hier, dieses ist ein richtig schönes, feucht glänzendes Rosa. Dann ist da noch drin in 160 Pretty Pink Manhattan Oh My Glossy Lip Gloss. Kann ich auch gerade mal swatchen. Das ist hier unten das. Dann schon wieder Revlon. Oh, kann man nicht mehr lesen. Just Bitten Kissable Balm Stain in der Color Darling Cherie 010. Hier unten. Das ist ein schöner Violettton. Was ich bei denen ganz cool finde, wenn der Glanz weg ist, habt ihr immer noch die Farbe drauf. Dann in Barbie Doll Powder von Kylie Jumai. Drückt ihr hier drauf. Das ist so ein schöner Lippenstift. Achtung, passt mal auf. Da ist eine Blume drin. Und Goldstückchen. So. Der färbt sich dann noch je nach eurer Haut, nach eurem pH-Wert, pinker oder weniger pink. Da ist noch mehr drin. Pass mal auf in diesem kleinen Täschchen. Und zwar Soft Sensational Lip Color Butter von Aster Supreme Care in 034 Dewy Plum. Hier unten. Das ist alles so ein bisschen die gleiche Farbfamilie. Dann ist da noch drin so ein Backhook von Clipper. Die kann ich mega empfehlen. Ich hatte früher diese runden Teilchen, wo ihr dann diesen Haken außenrum abmacht und dann habt ihr dieses Runde auf dem Tisch und unten diesen Haken. War für ganz schmale Tischplatten okay. Bei dem hier ist das Coole, das hat hier so Beschichtung, so Gummiteile. Und dann könnt ihr das hier an den Tisch hängen und das geht halt echt weit auf. Dann könnt ihr hier unten eure Tasche dran hängen. Aber ihr könnt damit zum Beispiel auch die Tasche hinten an der Nackenstütze im Auto in diesem Metall festmachen. Also wenn ihr bremst, die Tasche nicht runterfällt. Oder ihr könnt die oben in der Toilette zum Beispiel an so Türen anhängen. Also eigentlich überall, wo ihr eine Kante oder eine Stange oder so habt, könnt ihr eure Tasche anhängen. Dann ist da noch drin ein kleines Notizbüchlein. Ich mir aufgeschrieben, Massageöl, und zwar das Arnika-Öl von Veleda fürs Kreuzbein in der Schwangerschaft. Dann ist hier von dem einen Fossil-Täschchen, was außen dran hängt, so eine Karte noch drin. Dann ist hier drin mein, das ist vom Kleinen hier noch so ein Spielkärtchen drin, mein Visitenkarten-Etui, das ist von H&M, so ein holographisches. Und ein Radiergummi. Radiergummi in Weiß, weil ich mal irgendwo gelesen habe, dass ihr damit diese, wenn ihr so Marks auf der Tasche draußen habt, so Färbungen damit abkriegen sollt. Dann einmal ein Winnie Pooh Bär. Der heißt bei meinem Kleinen der Honigbär. Dann an dem D-Ring. Also ich habe hier so einen D-Ring in der Tasche innen.
Da habe ich dran meine Handytasche, die ist von Fossil. Damit ich die da drin wiederfinde. Ein Auto, das ist um die 30 Jahre alt. Ich glaube älter fast sogar noch. Das hat entweder mir oder meinem kleinen Bruder mal gehört. Das hat aber meinen Eltern abgestaubt. Dann ein neues Auto, das hat er von Freunden geschenkt bekommen, die zum Grillen da waren. Dann ist da drin seine Nook-Sporttrinkflasche. Also falls ihr für eure Kleinen irgendwie eine Trinkflasche sucht, kann ich die hier echt wärmstens empfehlen. Weil ihr könnt das hier rausnehmen, ihr könnt es aber auch komplett rausdrehen und reinigen. Ihr könnt das komplett in Einzelteilen nehmen und sauber machen, dann habt ihr da auch keine Siffe drin hängen. Und hier gibt es noch so eine Einstellung, da sind zwei Pfeile, einmal für Drink und einmal für Clean. Wenn man das nur so halb runterdrückt für Clean, wird das garantiert komplett sauber in der Spülmaschine. Also sie sind extra dafür ausgelegt, die Flaschen, dass ihr die in der Spülmaschine komplett sauber kriegt und dass da noch irgendwo irgendein Keks, Schleim, Rotz, sonstiges drin hängt. Und die sind auslaufsicher. Ihr könnt auch hier den Deckel komplett abmachen. Und das hier könnt ihr auch abmachen, wenn ihr das abdreht. Also funktioniert auch ohne. Und Sporttrinkflaschen haben wir bei unserem, also mein Sohn war ja ein Stillkind. Das heißt, normale Babyflaschen kennt der gar nicht. Und wie es dann darum ging, um Beikost und Wasser, haben wir eigentlich zu Hause immer aus Bechern oder Gläsern unterwegs, nur aus Sporttrinkflaschen. Also kann ich euch empfehlen, das so zu machen. Das funktioniert echt super und ihr müsst keine 10.000 Trinkflächen euch holen. Dann, das ist so ein Geschäft in Spanien, das heißt Alehop. Die haben eigentlich richtig coole Sachen. Hier so eine Powerbank, die reicht für 5.000 mAh. Das heißt, die reicht für zweieinhalb Mal aufladen. Hat hier sogar zwei Ausgänge, dass zwei Leute gleichzeitig laden können. Dann ist hier noch drin, auch von Alehop, so ein Kabel, Ladekabel fürs iPhone. Was ich bei dem ganz cool finde, hier sind noch so Kappen drauf, dass euch da aus der Tasche kein Dreck reingeht. Dann meine Sonnenbrille. Das ist die Ray-Ban Aviator. Ich glaube 3025 ist das Modell, in polarisierend. Ja, das ist meine Lieblingssonnenbrille. 20% Coupon für Fossil. Mein Terminkalender, das ist der auch von Louis Vuitton, in Damier Eben, in der Größe PM. Hat hier 1, 2, 3 Kreditkartenfächer, hier so ein Einschiebefach und hier hinten noch so ein Einschiebefach. Das sind die Original Louis Vuitton Einlagen, weil das Problem ist, wenn ihr andere nehmt, dann könnt ihr das nicht so gut blättern. Die Ringe sind enger als die von Filofax und den ganzen anderen Marken und dadurch überlappen euch hier innen die Blätter. Das heißt, es ist eigentlich Geldverschwendung, wenn ihr da irgendwas anderes ausprobiert, weil es wird sowieso nicht so gut funktionieren. Und ja, die haben halt hier so goldene Ränder, das fand ich ganz stylisch. Und der Kugelschreiber hier ist von Lamy. Da passt nämlich auch nicht jeder rein, weil das eine relativ kleine Schlaufe ist. Dann ist noch drin mein Mutterpass. Weil, wer es noch nicht weiß, ich bin aktuell noch, wenn ihr das Video seht, wahrscheinlich in der 33., aktuell noch in der 32. Schwangerschaftswoche, ein Notizbüchlein. Von hinten angefangen gehört es meinem Sohn. Ganz cool finde ich, dass man da die Seiten rausreißen kann. Dann hier noch von meinem Sohn eine herzliche Glückwunschkarte von der Volksbank. Da müssen wir mal hin, da darf er sich mich aus der Geburtstagskiste was raussuchen. Dann 20% Coupon auf ein Deo von Da frickst du in der Dusche das Isana beim Rossmann und ein Einkaufszettel für einen Haufen Quetschis. Dann ist hier drin mein Fuhrler-Täschchen mit meinem Kram. Da habe ich so meine Essentials, sag ich mal, drin. Und zwar einmal hier diese Femibion 2 Schwangerschaftsvitamine, Blotting Sheets, ein DKNY Roll-On Parfüm, für meine Sonnenbrille und für meinen Mann für seine Brille, so ein paar Brillenputztücher, Mini Fake-Up,
Concealer von Benefit. Mein Lieblingslipliner von MAC, der Stone. Ein Feuerzeug, falls man mal ein Feuerzeug braucht. Einmal Airwaves, ein Löffel für Globulis. Einmal Zahnseide, ein Spiegel, zwei Haargummis von Papanga, ein Brillenputztuch noch, eine Nagelfeile, so eine Glasnagelfeile und ansonsten noch Bobbypins und normales Haargummi und so ein paar Greifer-Haarspangen. Das war das. Dann fliegen hier noch Lose drin rum. Einmal so ein von Big, glaube ich, ist das. So ein Vierfarben-Kugelschreiber, mein Lamy. Eine Seite Kuli, eine Seite Bleistift, Stift. Dann haben wir hier noch mein von Jujubee, das Set Piece in Small. Mit, das ist so mein Medikit für den Kleinen und für mich. Da sind einmal drin Pflaster, Engelwurzbalsam für die Nase, wenn er erkältet ist, eine Zeckenzange, Nagelkleber für mich, Tigerbalsam für mich, Otriven Nasentropfen für ihn und für mich. Das sind die berühmten Arnika-Kügelchen in D12. Dann hier Osanit, diese Zahnungskügelchen. Dann haben wir hier noch drin so desinfizierende Tücher für Wunden. 50er Sonnenschutz, so ein kleines Teil, das reicht bei dem Wetter. Fencheltee zweimal. Dann so eine kleine Nagelschere. Das sind Paracetamol, Schmerz- und Fieberzäpfchen. Und für mich so zwei Gaviscon Advance bei Sodbrennen in der Schwangerschaft. So, dann haben wir hier drin ein Deo von Adidas. Ah, die habe ich schon gesucht. Taschentücher. Dann einmal ganz oldschool ein Carmex. Nochmal hier Einkaufszettelchen, Rechnung, Gedöns. Dann für mich einmal hier so Lachgummis, ein Keks, Alnatura Müsli, Ahorn Dackel, Gummibärchen. Dann einmal hier so Mangostreifen. Für den kleinen Mann und für mich als Snack. Die Nubi All Natural desinfizierenden feuchten Tücher. Was machen wir als nächstes? Dann hier die Huggies Feuchttücher Pouch. Ist echt praktisch, weil die ist zum Nachfüllen und die ist auch leak-proof. Und ihr könnt die auch mit dem Snap hier an Kinderwagen oder sonst wo dran klipsen, wenn ihr unterwegs seid. Dann ist hier der Rest fürs Wickeln drin. Das ist, glaube ich, das Medium. Nee, das ist das große Setpiece von Jujubee. Von der Tokidoki Edition. Und da ist drin, das kann ich gerade mal zeigen. Ich habe immer 2 bis 3 Windeln dabei. Heute sind es 3. Und hier diese Windeltütchen. Dann ist drin einmal so Zip-Teil mit einem Lätzchen, mit so einer Auffangschale. Dann ist drin. Ja, Moment, wo hab ich's? Hier unten. Einmal Veleda Calendula Wund und Baby und Kind Babycreme. Sind Boppes. Das ist die einzige Creme, die ich da drin habe. Ja. Und dann von IKEA. Hier diese Wickelauflage, die ist auf der einen Seite Baumwolle und auf der anderen beschichtet. Was bei der ganz cool ist, ich habe Ewigkeiten nach einer Wickelunterlage gesucht, auf die Kleinkinder drauf passen, weil die meisten Wickelunterlagen sind maximal 70 cm lang. Mein kleiner Mann ist jetzt 2 geworden und über 90 cm groß. Dann hat man immer die Wahl, Kopf nicht auf der Matte
Oder Beinchen nicht auf der Matte. Und wenn er ganz doll rumhampelt, Popo auch nicht auf der Mappe. Matte, auf der Matte. Genau, und die von IKEA, die ist riesig. Also da kriegt ihr Zwillinge drauf. Die ist echt riesig. Dann haben wir noch drin. Hier von Victoria's Secret so eine kleine Pouch. Da habe ich Haufen Scheißdreck drin. Da habe ich drin, also die ganzen Karten, die ich halt wenig brauche. Und diese ganzen Sammelkarten, Coupons, Blutspendeausweis, Fotos, so ein Zeug. So, und die Karten, die ich regelmäßig brauche, die sind hier drin. Da steht Follow Your Dream. Das ist auch von diesem Alihop in Spanien. Und zwar könnt ihr ja mit vielen EC-Karten mittlerweile bargeldlos oder kontaktlos zahlen, so rum. Bargeldlos sowieso, aber kontaktlos zahlen. Und angeblich kann man ja mit irgendwelchen Apps, Programmen, sonst was von einer gewissen Entfernung euch das Geld vom Konto ziehen, wenn eure Karte das kann. Und diese, dann gibt es aber so Cases, die sind quasi, weiß ich nicht, strahlensicher irgendwie, dass da halt keiner an eure Daten kommt. Und da habe ich meine Visa-Karte, meine Bankkarte, meine Payback, meine Hessen-Familienkarte, sind die, die ich am meisten brauche. Die habe ich da drin und normalerweise hier im mittleren Fach, das ist noch frei, da habe ich Bargeld drin, was ich momentan nicht habe. Und dann habe ich hier von Hello Kitty so eine Münzgeldbörse. Da habe ich mein Bargeld, also mein Münzgeld, meine Münzen drin, die sammle ich nämlich immer und tue sie zu Hause in die Spardose. So, und somit ist unten auf dem Boden nur noch die Dustbag, also die Staubbeutel von der Tasche. Und das war's, dann ist sie leer. Ja, die Tasche ist jetzt alt. Ein Jahr ungefähr, also fast ein Jahr. Ende Oktober ist sie ein Jahr alt. Hat sie so ein bisschen Patina schon bekommen. Also die Henkel und die Gurte hier, die waren am Anfang etwas heller. Normalerweise habe ich auch den mittleren Gurt hier nicht drinne und trage sie entweder so als Henkeltasche in der Hand oder in der Ellenbeuge. Oder ohne den mittleren als Schultertasche. Crossbody mache ich selten momentan, weil das drückt ein bisschen auf den Babybauch. Genau. Also wenn ihr dann noch Fragen habt zu der Tasche, einfach unten in die Kommentare. Muss so eine Tasche sein? Nein, muss es nicht. Es war so ein Mädchentraum von mir, der mir irgendwann von meinem Mann erfüllt wurde. Da bin ich sehr dankbar drüber. Also ich passe schon ein bisschen auf sie auf, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sie mega vorsichtig behandle und sie sieht immer noch aus wie neu. Also sie hat keine Abreibung hier an den Kanten, soweit ich das sehen kann. Sie hat ein, zwei Wasserflecken am Henkel. Das bleibt leider nicht aus. Na, ich habe sie hier, man kann sie bei Louis Vuitton gratis hot stampen lassen. Das habe ich machen lassen. Also wer bereit ist oder wer so viel Geld für eine Handtasche ausgeben würde, möchte, dem kann ich die echt empfehlen. Wenn ihr so ein bisschen Bedenken habt wegen diesem Vachetta-Leder, weil das ist halt unbehandeltes Leder, das heißt, wenn es regnet oder schneit oder so, solltet ihr die nicht tragen, weil dann habt ihr gleich Wasserflecken hier drauf. Der sollte vielleicht die in Damier Ebene sich besorgen. Die hat nämlich dieses Treated Leather. Also das ist dann dunkelbraun, das ist behandelt. Die ist dann auch quasi waterproof. Ja. Ansonsten mein Baby, meine Lieblingstasche. So, ansonsten über einen Daumen hoch würde ich mich mega freuen. Wenn ihr Fragen habt, lasst sie doch einfach unten in den Kommentaren. Und ansonsten würde ich mich mega freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh, jetzt habe ich hier reingetatscht. Tücher! Das waren Tücher. Ganze Scheiße wieder neu in die Tasche.